So jubelt einer, der gerade einen echten Big Point landet. Christian Tiffert holt den 4. Sieg in Serie, gewinnt mit dem CFC als erstes Team auswärts beim BAK und bleibt dennoch bescheiden. Ich denke, wir sind nicht in der Lage, auch wenn wir jetzt BAK geschlagen haben, von unserer Tabellensituation zu sagen, oh ja, jetzt machen wir wieder dies und jenes. Das haben andere vor der Saison über uns gesagt. Dann hat man eine Schwächephase, hatten echt zu knabbern dran, haben das richtig gut gelöst, haben uns da freigeschwommen. Und jetzt haben wir einen Spitzenreiter besiegt. Der Chemnitzer FC von Beginn an extrem selbstbewusst. Brügmann im Zweikampf gegen Schulz. Erst sein Ballgewinn, dann der perfekte Ball auf Mensah. Nach 26 Sekunden die erste Chance. Stagge scheitert im Nachschuss. Solche Chancen darfst du gegen den BAK eigentlich nicht liegen lassen, denn sie bestrafen das sofort. 5. Minute, Susek hat zu viel Platz, ebenso wie Seaton. Die frühe Führung für die Gastgeber. Das 4. Saisontor für Seaton, der erste CFC-Gegentreffer nach über 5 Stunden. Kampulka lässt Seaton viel zu viel Raum und der Jakubow keine Chance. Es war ein mitreißendes Fußballspiel. 13. Minute, Doppelpass Löwe mit Kirčiček. Und dann geht Löwe zu Boden. Schiedsrichter Henry Müller entscheidet auf kein Strafstoß. Löwe stinksauer, nachvollziehbar. Langsarm geht raus. Weit ausgefahren, nur gegen den Gegner. Das ist für mich ein klarer Elfmeter, weil der Gegenspieler nur seinen Arm quasi auf meine Brust legt. Das hat mit dem Ball nichts zu tun. Ich bin klar an ihm vorbei und er hindert mich am Weiterlaufen. Glück für Berlin. Eine Minute später Glück für Chemnitz. Lang auf Richter, dessen Ball noch abgefälscht. Alu-Dusel für den CFC. Eine von vielen guten Gelegenheiten für den BAK in einer furiosen Anfangsphase. Die Gastgeber überlegen, aber auch der CFC blieb gefährlich. Fast immer beteiligt, Mensah, für den verletzten Roscher in die Startformation gerückt. Er machte eine starke Partie, setzt sich durch gegen Meier. Seine Flanke, Čahed, Stagge, dann Kirčiček. Im zweiten Versuch ist der Ball drin, der Ausgleich in Minute 25. Der BAK zuvor 5 Spiele ohne Gegentreffer. Wichtig, wie Brügmann den Körper reinstellt. Kein Foul an Čahed, Stagge mit der unfreiwilligen Vorarbeit. Und dann Kirčiček, schon in den letzten 4 Spielen an 5 Toren beteiligt. Irgendwie murmelt er ihn rein. 1:1, der Halbzeitstand. 1:1 war zu wenig. Es hätte durchaus auch 3:3 stehen können oder 4:3 für den BAK anhand der Chancen. Und zu Beginn der zweiten Hälfte ging es zunächst so weiter. 49. Minute, zu viel Platz für Keanu Schneider und der nutzt den Raum zum Traumtor. Die erneute Führung für den BAK, Schneider trifft den Ball perfekt. Jakub Jakubow ist 1,95 Meter groß und trotzdem viel zu klein. Chemnitz dennoch nicht geschockt. Der CFC bemerkenswert präsent, die bessere Mannschaft in Durchgang 2. Zwick mit der Faust auf Stagge. Dann Paljuka. Der Pfosten rettet für Berlin. Brügmann steht goldrichtig. Der Ausgleich in Minute 62. Brügmann mit seinem 5. Saisontor, der beste CFC-Torjäger. Etwas glücklich der Ball, noch abgefälscht von Tarek Čahed. Der CFC, insbesondere in Halbzeit 2, mit einem überzeugenden Auftritt. Ja, ich glaube, wir hatten einen guten Plan. Wir haben erstmal relativ ordentlich gestanden und haben dann einfach gut umgeschaltet. Und wir haben ein gutes Tempo vorne, das ist klar. Und das haben wir heute wirklich gut genutzt. Glückwunsch! Das haben wir heute wirklich gut genutzt. Ja, und ich glaube, verdient gewonnen heute. Es war ein echtes Topspiel. Hochklassig, hitzig, auf dem Platz und am Rand. Erst sieht Paljuka gelb wegen Meckerns. Anschließend auch sein Coach Christian Tiffert. Hat er ihn nicht umgecheckt oder was? Hat er ihn nicht umgecheckt oder was? Hat jeder gesehen, Mann? Ein hochemotionales Fußballspiel. Spitzenspiele, das gehört manchmal dazu. Ansonsten bin ich echt ein ruhiger Vertreter. Ich habe mich auch entschuldigt.
Ich war mit ein paar Szenen nicht einverstanden. Das wird der Trainer vom BRK auch sagen über die Elfmetersituation vermutlich. Deshalb, es gleicht sich dann immer wieder aus. Hand geben, Entschuldigung. Und wer mich kennt, weiß. Also ich bin ja jetzt auch kein Motzer und kein Schimpfer. Deshalb, alles cool, das hat es heute hergegeben und so ist es halt. Besagte Elfmeterszene in Minute 73. Mensah gegen Chahed. Der Chemnitzer geht zu Boden. Es dauert lange, bis Müller pfeift und auf den Punkt zeigt. Chahed will's nicht wahrhaben, sieht die gelbe Karte, Strafstoß für Chemnitz. Aber war's auch einer? Also erste Halbzeit, das war für mich ein Elfer, das weiß ich nicht. In diesem Fall eher keiner. Beide zerren, beide klammern, der Pfiff fragwürdig. Tim Kampulka war's egal. 74. Minute, das 3:2 für Chemnitz, Spiel gedreht. Der BRK bisher 3 Gegentore in 11 Spielen. Der BRK gestern 3 Gegentore in 74 Minuten. Und der Chemnitzer FC hatte noch nicht genug. Wunderschöner Angriffsfußball nur 4 Minuten später. Brückmann zum Endstand, das 4:2 für Chemnitz. Brückmanns erster Doppelpack für den CFC. Sein 6. Saisontor. Mehr hat bislang nur Sascha Pfeffer. Chronistenpflicht in der Nachspielzeit sah Tarek Chahed noch die gelb-rote Karte. Am Ausgang änderte es nichts mehr. Der Chemnitzer FC gewinnt mit 4:2 beim BRK. Das ist mal eine Ansage. Wenn man beim Spitzenreiter gewinnt, muss der Blick ja automatisch auch nach ganz oben richten? Nee, gar nicht. Null. Das habe ich ja in der PK auch schon unter der Woche gesagt, unabhängig davon, ob da jetzt 3 Punkte bei rauskommen oder nicht. Ich denke, wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt, mehr aber auch nicht. Ich glaube, die Gegner wissen aber trotzdem, dass man Chemnitz nicht unterschätzen sollte. Und wir machen jetzt unsere Hausaufgaben weiter und dann schauen wir, wo der Weg hinführt. 4 Tore bei der besten Defensive der Liga. 4 Siege in Serie. Der CFC beeindruckt auf ganzer Linie und macht die Liga wieder spannend.